hab's weggedrückt. Das scheint ein Fotoalbum zu sein. Ja, er hat sich auf die gleiche Art und Weise das Leben gebaut wie Mikos Mutter. Oh fuck. Du willst dein Kind zurück, ich weiß, aber ich hab's nicht. Ich komm nicht durch, die ist so schnell. Oh, die ist auch ganz schön mächtig, ey. Ja. Oh mein Gott, die verfolgt mich ja mega. Und da ist der Steinspiegel zerbrochen. Und das ist gerade ein bisschen tackere. Und die ist echt. Haut so rein. Und deswegen wollte ich genau deswegen speichern. Es ist so ein kurzes Zeitfenster, wo man die angreifen kann. Es ist so unfair. Foto des Geistes ist eine Reihe von Puppen zu sehen. Es tut mir leid, Mikoto, aber ich kann dir nicht helfen. Ich weiß es nicht. Hast du was hinterlassen? Liegt da noch das Ding? Aufnehmen? Ein alter Umschlag lag im Album. Ja, ist Abschiedsbrief. Tut mir leid, das Gestöhne müssen wir jetzt ein bisschen aushalten, weil ich irgendwie noch keine Lust habe zu. Weißt du was? Wir tackern das mal durch. Wir machen das nochmal. Wir sehen uns dann gleich wieder. Das Album, das ich von Mondobservatorium aus gesehen habe, liegt auf dem Boden. Okay, ich habe es einfach mitgenommen. Herzlich willkommen zurück. Die Szene können wir aber, und die auch, können wir abkürzen. So, das muss doch jetzt irgendwie besser klappen. Ja, natürlich nicht, wenn ich hängen bleibe. Das schon gut an. Und schön wieder weglaufen. Me.
Ah, ich habe sie beim Angriff erwischt, das ist sehr gut. Und da haben sie. Das war schon sehr viel besser. Danke für euer Vertrauen. Oh, Entschuldigung, ich habe das Mikrofon gehauen. Ich wollte euch nicht hauen, tut mir leid. Auf dem Foto des Geistes ist eine Reihe von Puppen zu sehen. Das haben wir schon gesehen. Genau. Ja, Eai haben wir bezwungen, die sich das Leben genommen hat, weil ihre Tochter Mikoto verschwunden ist und sie nicht weiß, wohin, und sie sie nicht finden kann, und wahrscheinlich gibt sie sich auch die Schuld dafür, wer weiß. Aber es ist gar nicht ihre Schuld. Genau, und dann wollten wir das letzte Mal auch dieses Ding hier aufnehmen. Darf ich? Ein alter Umschlag lag im Album. Ja, ist Abschiedsbrief. Und den lesen wir jetzt mal ohne Mikus Gestöhne dabei. Tut mir doch mal leid, wegen letztes Mal. Abschiedsbrief. Lieber Ryoso. Es ist alles meine Schuld. Das ist nur passiert, weil ich Mikoto die Kamera an jenem Tag benutzen ließ. Und jetzt haben sie böse Geister mitgenommen. All das ist allein meine Schuld. Es tut mir so leid. Ich habe ja Munakatas Abschiedsbrief in meine Akte gelegt. Ich habe ein paar Fotos im Album gefunden. Mädchenfoto Dämonenjagd. Da hinten sehe ich jemanden, der mir bekannt vorkommt. Familienfoto. Die gucken wir uns gleich mal im Detail an. Die sind jetzt da relativ klein. Und Kirie. Ich habe die drei Fotos in die Akte gelegt. Kirie. Die haben ein Foto mit Kirie gemacht. Das kleine Mädchen ist also auch Kirie. Upsala. Hier wird sie nur die Erhängte genannt. Das war's. Die Fotos habe ich gerade nicht. Komisch. Hier, Datei. Fotos. Die müsste eigentlich hier drin sein. Reihe Kerzenleuchter. Das Mädchen in der Tür. Junge in der Uhr. Schlüssel im Foto. Licht fällt durch die Ritze. Am Balken. Reihe japanischer Puppen. Da wissen wir auch ganz genau, wo das ist. Löwenmaske. Wutmaske. Redakteur. Ja. Das da hinten ist doch die gute Blinded, wenn mich nicht alles täuscht. Och. Das schien da doch alles in Ordnung zu sein. Und der kleine Junge hat ein Foto mit Kirie gemacht. So, ein Charmeur. Da stand er sich eigentlich auf Mikoto. Da macht er plötzlich ein Foto mit Kirie. Das hatten wir auch schon durchgenommen. Die Notizen. Ja, das Abschiedsbrief, auch das haben wir durchgenommen. Da ist auch nichts mehr weiter. Die Forschungsnotizen auch nichts mehr. Okay. Wir rüsten wieder den Billo-Film aus. Langsam geht uns auch der 37er ein bisschen zur Neige. Aber zum Glück noch nicht ganz so schlimm. Wir haben jetzt zwar immer noch nicht den Steinspiegel verloren, aber das könnte auch zu unseren Gunsten sein. Weil man weiß, was hier noch alles so auftaucht. Blinde zum Beispiel. Okay, folgendes. Ich habe ein kleines Geständnis abzulegen. Inmitten der Reihe von Puppen ist eine zu erkennen, die sich die Augen bedeckt. Eine von diesen hier, oder? Ja, ich habe ein Geständnis abzulegen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie dieses Rätsel funktioniert. Wer ist vorn, wer ist hinten? Ich bin mir nicht genau sicher.
wie dieses Spiel funktioniert. Ich glaube, es ist dieses Cargo-Mail-Spiel. Und ich könnte mich jetzt irren. Ich sage jetzt einfach irgendwas vollkommen Falsches. Das ist, glaube ich, ein bisschen wie Ringelringelreihe. Also einer sitzt in der Mitte, alle anderen drumherum. Und der in der Mitte muss sich die Augen zuhalten und muss dann sozusagen erraten, wer hinter ihm steht. Also die singen dann Ringelringelreihe oder halt Kagome, Kagome. Und dann gehen die im Kreis um einen herum. Und die Person, die sich in der Mitte die Augen zuhält, muss dann nach Ende des Liedes, wer steht vorn, wer ist hinten, herausfinden oder erraten, wer hinter ihr steht. Ich glaube, ich muss jetzt die Puppe auswählen, die niemanden ansieht. Keine andere Puppe ansieht. Die hier sieht diese an. Die hier sieht diese an. Und die gucken sich gegenseitig an. Ich glaube, dass es die hier ist. Und ich kann euch fast garantieren, dass es falsch sein wird, weil ich das Spiel, das Rätsel zumindest nicht kapiere. Jetzt vermute ich, dass es vielleicht die ist, wo eine Puppe hinter ihr steht. Ich kann euch garantieren, es wird falsch sein. Jetzt rate ich einfach nur noch. Ich glaube, es ist die. Und es ist. Wir werden ja noch eine Weile sein. Ist die in der Mitte? Nein. Die hier? Natürlich waren nur zwei übrig. Es waren 50-50-Songs. Wie gesagt, ich kapiere das Rätsel überhaupt nicht. Finde Leute bewundernswert, die es kapieren. Das ist nämlich die Kagome-Puppe. Sieht aus, als würde sie sich die Augen zuhalten. Ja, weil die Kagome Kagome gespielt hat. Und deswegen ziemlich Try and Error, ziemlich peinlich von mir. Ich weiß, weil ich ja so ein Rätselgenie bin, aber bei dem kommt ich halt echt nicht drauf klar. Auf dem Stand befinden sich vier Puppen, alle schauen in die Mitte. Kagome-Puppe verwenden? Yes. Ich habe die Kagome-Puppe auf den Sockel gestellt. Die Schublade öffnete sich. Eine merkwürdige Maske liegt in der Schublade. Wütende Maske. Der Gesichtsausdruck ist wütend. Die habe ich schon woanders gesehen. Ich auch. Die Abkürzung ist jetzt gerade ziemlich blöd. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich am schnellsten dahin komme. Finde ich übrigens voll das schöne Lied. Ich gehe nochmal kurz speichern. Klink. Kalte Kamera. Ich glaube, ich mache mal ein Foto. Film können wir nicht mitnehmen. Die haben leider nicht so viele Punkte bei dem Kampf gegen Jarl gemacht. Sonst würde ich schauen, ob ich noch was verbessern kann. Ich kann ja trotzdem mal gucken. 10.000. Ich glaube eher nicht. Nee, hierfür brauche ich 24.000. Hierfür. Oh. 36.000. Da muss ich noch ein bisschen sparen. Wenn es so weitergeht, kommen wir gar nicht mehr zu den Sonderfunktionen in diesem Let's Play. So, ich denke mal, ich gehe einmal hier herum. Kommt bestimmt wieder irgendwas Ekelhaftes mir entgegen, oder? Und ja. Richtige Richtung.
Na los, ich weiß, dass ihr mir irgendwas entgegenwerfen wollt. Hat das Türschloss gelöst? Oh, das war sowieso abgeschlossen. Seht ihr? Bei den letzten Aufnahmen wollte ich da ja eventuell durchgehen. Das hätte eh nicht funktioniert. Oh, fuck. Natürlich ist es die wundervolle Broken Neck. Oh, fuck. Die war jetzt aber flott unterwegs. Scheiß Raser. Ja, das hier tut auch weh. Ich bin so gemein, aber du hast es echt verdient. Ich meine, du hast mir wehgetan. Nicht dir weh. Tschüss, Sikorski. So, und jetzt kommen wir hier zum Seilraum. Kurz den Film wechseln. Das ist eigentlich so... Ja, ich glaube, das... Fucking Seile, ey. Was soll das denn? Ups. Aber hier ein bisschen zu übereifrig. Das könnt ihr eigentlich hier nochmal speichern. Mache ich auch. Weil man weiß nie, was so... Okay. Ich gucke immer nur, ob ich mal was mitnehmen kann. Ich meine, es ist kostenlos. Gratis Sachen darf man immer mitnehmen, oder? Weil man weiß nie, was so hinter so einer Tür mit einer wütenden Maske sich so verbergen kann. Übrigens, für diejenigen, die meine Obsession im Moment kennen, die Maske der Spiegelung erinnert mich voll an Jin. Früher hing hier mal eine Maske. Wird eine Maske verwenden? Ja! Und noch ein Geheimgang. Liegt hier was? Nö. Aber hier vibriert's. Über mir? Ah, da liegt noch was. Ich sehe es gerade irgendwie nicht. Ich heb erstmal das hier auf. Schächtlichen Film 37, sehr gut. Ah. Ah ne, das ist das hier. Auf dem Foto ist eine Säule zu sehen, an der eine Maske hängt. Eine? Mehrere. Wurde in die Akte gelegt? Ist doch noch irgendwas. Nicht hier, aber hier irgendwo. Aha. Schreiende. Spooky. Was wollte ich jetzt eigentlich hier? Ich wollte eigentlich gucken, ob ich noch irgendwas verbessern kann, aber so wie es aussieht, eher nicht. Bereits aktiviert. Nee, 12.000. Damit können wir uns nicht mal einen Blumentopf kaufen. Wir können uns Sehen kaufen. Aber Sehen ist halt irgendwie eher kacke. Also Sehen ist von Natur aus eher gut.
Also für unsere Zwecke glaube ich eher. Was bist du denn? Die Tür scheint verschlossen zu sein, aber ich sehe kein Schlüsselloch. Ekelhaften. Erfreute Maske hängt hier. Gehen durch und die Maske runterlassen. Wir lassen das mal kurz. Gehen mal kurz hier die Gänge ab. Haben wir eine Karte von dem Ort? Geheimgang. Ja, tatsächlich. Nein. Oh, es ist, glaube ich, eine Erscheinung. Umherirren. Der, glaube ich, eher. Das ist, glaube ich, der Folklorist wieder. Traurige Maske hängt hier. Lassen die auch mal. Wo ist die Flamme hin? Das Glänzen liegt zu meinen Füßen. Heiliges Wasser. Yes, 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 yes. So, dann gehe ich erstmal hier hindurch, weil da war der Folklorist. Ich glaube, der hat auf der anderen Seite eine Flamme hinterlassen. Ja. Das hoffe ich zumindest. Dass die hier irgendwo ist. Maskenraum. Gibt es noch einen anderen Zugang? Liegt noch was? Schrecklichen Film? 74. Ich kann zahlen, okay? Ich kann's. Ich mag's nur nicht immer. Da oben liegt was.